und herzlich willkommen zu einer neuen Pickup-Folge. Die Hauptrolle in dieser Folge spielt ein Karton. Ein ziemlich großer Karton ist der zweite Karton aus meinem großen New York-Deal. Der ist noch zu, den einen habe ich schon aufgemacht. Das machen wir gleich zusammen, wenn ich denn irgendwo hier eine Schere finde. Gut vorbereitet, super. Da gucken wir dann. Bevor wir aber hierzu kommen und den anderen Sachen, die auf dem Tisch liegen, möchte ich euch doch den Ausgang der Resident Evil-Geschichte erklären und erzählen. Klar. Ihr erinnert euch, letzte Folge, ne? Es ging ja um das Thema Resident Evil und die neue Box, die ich gekauft habe. Die neue Box, die keinen roten Schuber hatte, tralala. Und der liebe Powerseller, der mir sagte, nee, das kann alles gar nicht sein. Das ist alles genau so neu und wend dich doch an Capcom und die werden dir das schon erzählen. So, ich habe mich an Capcom gewandt. Und hier merkt man, du bist in den USA. Servicegesellschaft, wirklich wahr. Ich habe also eine E-Mail an Capcom geschrieben, Capcom Support USA, habe einige Bilder angehängt, habe den Fall erläutert und es hat genau 2 Stunden gedauert und ich hatte eine E-Mail zurück. Und die E-Mail hat natürlich ganz klar bestätigt, ihr hattet recht, ich hatte recht, wir alle hatten recht, der Powerseller hatte Unrecht. Es ist fake, was du mir da geschickt hast, mein lieber Freund. Ich habe das dann diesem Powerseller geschrieben und auf einmal ging alles ganz schnell mit der Rückerstattung und mit dem Return-Label. Und er müsste doch jetzt mal mit seinem Großhändler ein ernstes Wörtchen reden. Ja, vielleicht versteht der Großhändler nur Chinesisch, man weiß es nicht. Nevertheless, ich habe meine Kohle zurück, bin happy. Danke nochmal an euch dafür, dass ihr mich darauf hingewiesen habt. Und wir starten durch mit den coolen, schönen Sachen dieser Woche. Karton machen wir gleich. Lasst mich kurz 2, 3 andere coole Sachen zeigen. Gucken, ob ich hier genug Platz hinkriege. Hier kommt ein Karton. Und zwar ist gekommen diese Woche. Einmal für das NES, The Adventures of Dino Ricky. Muss ich da oben noch den Sticker abmachen. Das sieht total cool aus. Ich habe es gekauft. Schaut mal hier, seht ihr das? Na, mit diesem netten Mannequin, was da rumläuft. Ist keine Anleitung dabei, dafür ist der Rest in einem Tip-Top-Zustand an dieser Stelle. Ich mache es heute etwas schneller. Gab es für rund $15 die Kante und dafür gerne für die Sammlung. Es geht weiter mit einem NTSC-exklusiven Titel für das N64, Indie Racing 2000. Laut dem lieben Collector-Couple, sprich Bernhard, ein total tolles Intro. An dieser Stelle neu und sealed. Wir gehen mal davon aus, dass kein Resident Evil drin ist. Und gab es für ganze $20. Und das in neu und sealed und NTSC-exklusiv. Und es sieht alles noch super aus. Und ihr seht auch die Schweißnaht, ne? Die haben ja Sonnennaht hier und Sonnennaht, das nennt man H-Seam, habe ich mir erklären lassen. Da gehe ich von aus, das ist alles neu und echt und ohne Resident Evil Greatest Hits drin. Indie Racing 2000. Cool Stuff. Wir machen weiter, wir machen weiter mit ein paar Guides, die heute aber wirklich im Schnelldurchlauf, weil es gab schon so viele Guides. Neu dazugekommen ist die Dragon Guard 2 Guide in einem Top-Zustand und einer Top-Versandzeit von 3 Wochen. Wow! Vielen Dank an der Stelle an den Amazon Marketplace. Nichtsdestotrotz, das ganze Ding ist in einem Tippetop-Zustand und war recht günstig. Und da wollen wir mal die 3 Wochen Versandzeit ignorieren. Ein weiterer cooler Guide, der dazu gekommen ist, ist Parasite Eve, also Third Birthday. Das ist die PSP-Geschichte von Parasite Eve. Auch hier wunderschöner Zustand, tolles Artwork drin. Gefällt mir sehr gut. Ihr hattet gesehen, da waren schon einige Mario Party Guides. Die 4 hat noch gefehlt, das heißt auch jetzt die 4 in meiner Guide-Sammlung. Ich habe mir übrigens überlegt, dass Guides ganz schön schwer sind und dass das auf der Rückreise gegebenenfalls eventuell im Gewicht ein kleines Thema geben würde. Vielleicht sind da jetzt auch genug Guides in der Sammlung. Who knows? So, dann, wir hatten gerade was Schönes, wir haben nochmal was Schönes. Super Smash Bros. Melee, wie auch immer, das ist die Gamecube-Version an dieser Stelle. Auch noch in sehr schönem Zustand. Und gab es total günstig für 2,50 plus irgendwie $1 Versand oder 2. Total gut. Dann Fehler geschehen immer wieder. Ich hatte es schon bei Facebook gepostet. Ich hatte ersteigert eine Manhunt 2 Guide. Ja, das Kleingedruckte muss man manchmal lesen. Ich habe ersteigert 3 neue Manhunt 2 Guides. Ja, der Hammer, wenn ich dann wieder zurück in Deutschland bin, hätte ich an dieser Stelle 2 Manhunt Guides abzugeben. Ja, so kann es gehen. Ist mir nicht aufgefallen. Der Preis war auch echt okay. Und ich dachte, ja, das ist für eine neu, das wird schon passen. Jetzt sind es 3. Verrückt. So, wir machen weiter mit 2, 3 Kleinigkeiten. Und dann kommt die Kiste. Ich bin total gespannt. Und zwar geht es weiter mit Goodwill an dieser Stelle. Bei Goodwill gefunden. 2 Duke-Controller für die Original Xbox.
lagen da zusammengekabelt, zusammen für $5. Also es sind so ungefähr 4 Euro und ein bisschen. Und dafür in dem Zustand gerne mitgenommen. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich finde den Controller klasse. Einige sagen, der ist riesengroß und viel zu klobig. Ich finde, der liegt total klasse in der Hand. Ich mag den voll gerne. Super cool. 2 Stück davon. Dann auch aus dem Goodwill, nur ein bisschen Gaming-related, Prinzessin Leia. Das ist diese 40er-Anniversary-Figur. Was mir nicht aufgefallen ist bei Goodwill, ist hier oben ist so ein kleiner Abriss von einem Preisschild. Nichtsdestotrotz lag die da, ich meine für 3,99 oder so. Und dafür darf Leia gerne hier im Game Room einziehen. Leia, ne? Ruhe in Frieden und so. Prinzess Leia. Wir machen weiter. Ihr seht schon, heute ist ein bisschen zackiger alles. Ein bisschen schneller. Mit Goodwill heute. Ich hatte heute spät Nachmittag einfach mal Bock, mir ein paar andere Goodwills anzugucken. Das heißt, ich habe mir die Kinder geschnappt, zack, ins Auto, hier, hey, Goodwill. Und dann sind wir losgefahren. Und ich habe festgestellt, je nachdem, in was für Ortschaften du fährst und was da für Leute wohnen, eigentlich logisch, werden da auch andere Sachen abgegeben, gespendet. Das heißt, ich habe hier, das geht jetzt wirklich schnell, ist nicht ein einziges Spiel, den Soundtrack zu Eiskalte Engel, Cruel Intentions. Film mochte ich damals ultra gerne. Ist hier mit, wie heißt sie noch hier, Ette, Buffy, ne? Ihr wisst schon, Sarah Michelle, da in dunklen Haaren. Tiptop Zustand, die CD, Eiskalte Engel, Placebo ist da drauf, Fatboy Slim, Blur und hier, wie heißt es noch, Verve, Bittersweet Symphony. Richtig, richtig cooler Soundtrack, freue ich mich sehr drüber, den in meiner noch nicht vorhandenen Soundtrack-Sammlung zu haben. Yay! So, es geht weiter mit einem Film und zwar The Lost Boys, auch ein Klassiker aus meiner Kindheit, ist mit Corey Feldman, Kiefer Sutherland, ist ein Vampirfilm. Ist total witzig, von damals die Disc, wisst ihr noch? Boah, Vollbild und 4:3 und 16:9. Ja, fantastisch. Das Booklet ist nicht dabei, All Media $1, das gilt auch für den Soundtrack. The Lost Boys, gerne mitgenommen. Wenn ihr den irgendwo zum Streamen mal sieht, der macht Spaß. Das ist so ein cooler Vampirfilm. Corey Haim, Corey Feldman, Kiefer Sutherland, der böse, böse Vampir. Geht um so eine Familie, die zieht in eine neue Stadt und da sind ganz viele Vampire. Crazy, aber cooler Titel. Es geht weiter mit einem weiteren Film, der an dieser Stelle noch sealed ist. Und es ist bestimmt kein Resident Evil drin. Kennt ihr bestimmt, wenn nicht auch ein cooler Titel, Fargo. Das ist so ein Thriller, aber ziemlich abgefahren. Ich will nicht zu viel dazu verraten. Guckt mal hier aufs Backcover. Ja, falls ihr den noch nicht gesehen habt, abgefahrener Titel, kann ich empfehlen. Dann mitgenommen einfach nur, hey, für $1 kann man auch mal einen Da Vinci Code mitnehmen in so einer coolen Special Schuber Tralala Edition. The Da Vinci Code, ne, hier, Dan Brown hieß er, der das Buch gemacht hat, geschrieben hat, All Media $1. So, und dann habe ich festgestellt in diesem anderen Goodwill, All Media $1, außer es ist eine VHS-Kassette, dann All VHS-Kassetten, 50 Cent. So, ich sammle ja keine VHS-Kassetten, ne, es ist ja irgendwie auch verrückt, aber was die da hatten an VHS-Kassetten, da konnte ich nicht an jeder vorbeigehen. Und zwar gab es einmal, gerade gesehen als Soundtrack, The Lost Boys, die Original VHS-Tape. Verrückt. Ich habe mir ja damals auf diese einen Jahrzehl für $1 einen Videorekorder geholt. The Lost Boys. $1. 50 Cent, Entschuldigung. All VHS 50 Cent. So sieht's aus. Dann, wo wir schon dabei sind, eben auch schon mal gesehen, Eiskalte Engel, Cruel Intentions, jetzt auch auf VHS-Kassette. Verrückt, 50 Cent. Ganz ehrlich, keine Ahnung, ob das eine gute oder eine schlechte Idee war mit den VHS-Kassetten. Aber für 50 Cent, ich meine, ganz ehrlich, guckt euch die mal an. Hättet ihr die stehen gelassen? Die nackte Kanone auf VHS? Echt crazy. Also auch mitgenommen. Und dann, wenn wir ein bisschen schneller, richtig cool, John Carpenters Vampires. Ist so ein alter Horrorklassiker. Keine Ahnung, ob ihr ihn kennt. Der ist gut. Der hat mir zumindest damals gut gefallen. Wenn ich ihn heute reinlege, ist er vielleicht nicht mehr gut. Who knows? Vampires für 50 Cent. Und last but not least, ein großartiger Film, Any Given Sunday, Top-Besetzung, geht um dieses Football-Gedöns und was da alles so drum geht. Al Pacino, Dennis Quaid, Jamie Foxx, Cameron Diaz, James Wood und LL Cool J. 50 Cent. Ja, keine Ahnung, Videokassetten, jetzt mal was Neues für die Sammlung. Vielleicht mache ich irgendwann nicht nur ein Gaming-Room, sondern so ein Retro-Room. So back to the Kindheit mit dem Videorekorder und so. Keine Ahnung. So.
Jetzt kommt auch gleich schon die Kiste. Vorab kommt aber noch zwei Kleinigkeiten. Ich hatte euch letztes Mal diese zwei USA SingStars gezeigt und habe gesagt, ach Mensch, warum mache ich mein SingStar-Set nicht auch auf amerikanisch? Why not? Neu dazugekommen, SingStar Pop Volume 2 in neu und sealed. Jo. Und ganz wichtig, SingStar Country. Jawohl. Wenn man also mal zu Alan Jackson oder Menschen, die ich nicht kenne, singen möchte, here you go. SingStar Country, auch neu und sealed. Und die beiden, weiß ich nicht, bei 6, 7 Dollar die Kante hier. Und ich dachte, im Regal sieht das vielleicht ganz cool aus, wenn du die SingStars alle nebeneinander hast. So, Paket-Time geht sofort los. Ich hatte es auf eBay gezeigt und ich habe euch versprochen, dass ich es aufmache. Die Death Smiles Limited Edition für die 360. Ihr wisst schon, dieses Schmapp, dieses coole. Guckt euch die Box mal an, die sieht ja wohl richtig, richtig cool aus. Oh. Und wie gesagt, ich habe versprochen, dass ich es aufmache. Und das machen wir jetzt auch einfach mal schnell. So. Ohne die Box kaputt zu machen, wäre mir ganz lieb an der Stelle. Eine Schere wäre mir noch lieber gewesen. Aber man kann nicht alles haben. So. Zack, 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 zack. So. Plastik, fantastik, ist weg. So, und in der Box drinnen, Resident Evil, Greatest Hits, so ein Quark. In der Box drin ist zum einen total cool, oh, hier muss ich aufpassen, guck mal, die Frontblende für die 360 im Deathmile-Style, die sieht ja wohl geil aus. Super cool, aufpassen hier hinten, ich packe mal gleich wieder ein. Und zusätzlich noch, gut wäre, wenn man an der richtigen Stelle aufgemacht hätte, das machen wir an dieser Stelle dann trotzdem mal, zack, ist noch die Disc. Ach, komm schon. So, auch die Disc ist an dieser Stelle sealed, schaut mal da. Die ist ordentlich schwer, all dieweil hier nicht nur die Disc drin ist, sondern auch ein Soundtrack, soweit ich weiß. Richtig? Richtig, plus der Soundtrack. Bestmals. Ja, auch das werde ich aufmachen, weil ich das Spiel unbedingt spielen möchte. Gibt auch, glaube ich, in Deutschland eine Special Edition, die sieht aber nicht so schön groß aus. So, und jetzt, lang genug um die Kiste drumherum geredet, kommen wir zur Kiste. Ich muss aber ein bisschen ausholen. Und das war so, eines einsamen Abendes saß ich vor eBay, nee, ganz so einsam war ich nicht, ich saß vor eBay, hatte Super Nintendo gefiltert und newly listed. Einfach mal zu gucken, was wurde hier neu reingestellt, was ist Tango und so weiter. Und da bin ich auf eine Reihe von Auktionen gestoßen, einige Super Nintendo Spiele in OVP. Eins ist mir ins Auge gestochen, das möchte ich schon länger haben, war mir aber immer zu teuer. Der Titel geht hier zwischen 80 und ja, 120 Dollar in ZIP, ne, je nach Zustand. So, der hat es scheinbar in einem recht guten Zustand da. Ich habe ihn dann angeschrieben und gesagt, pass mal auf, Kollege. Startgebot sind ja 15 Dollar, du hast leider kein Sofortkaufen. Ich würde es aber gerne sofort kaufen. Hättest du da nicht Bock zu, das zu machen? So, dann hat es ein bisschen gedauert und dann hat der Kollege sich wieder gemeldet, gesagt, ja, ja, das können wir schon machen. Was bietest du denn? Ja, blauäugig, wie ich so bin, habe ich dann geantwortet, oh Mensch, ich biete dir mal 50 Dollar. So, ne, wohl wissend ist halt ein bisschen teurer, aber ich dachte, hey, why not, kannst du ja probieren. Mehr als nein sagen kann er nicht. Und es dauerte und dauerte und ich wollte eigentlich schon ins Bett gehen, weil irgendwie kam da nichts und so. Ich habe da noch ein bisschen geguckt, was er sonst noch so verkauft hat. Und da ist mir aufgefallen, ich blende euch das hier mal ein, das neben den Spielen, das ist jetzt das Phalanx, was das übelste Cover ever hat in NTSC, dass da links, da liegt noch so einiges. So, gut. Irgendwann schrieb der Kollege dann zurück, Jeffrey heißt er, glaube ich. Und Jeffrey sagt, naja, 50 ist mir zu wenig. Habe ich gesagt, ja, das habe ich mir schon gedacht. Wie wäre es mit 60? Ich sagte, 60 kann ich. Aber, mein lieber Freund, du hast da noch so andere Sachen im Hintergrund. Und was ist denn das? Und möchtest du nicht auch verkaufen, wenn die noch nicht gelistet sind? Vielleicht können wir einen Bundle machen. Sowas habe ich noch nie bei eBay gemacht. War sehr eine interessante Erfahrung. Wir haben ungefähr 2 Stunden hin und her geschrieben. War der helle Wahnsinn. Und am Ende gab es 7 Sachen. Der hat die dann alle in diese eine Auktion reingeschrieben, die ich per Sofort kaufen haben wollte. Ne, hat dazu geschrieben, es ist das und das auch alles noch. Und hat den Sofortkaufenpreis auf 180 Dollar inklusive Versand geändert. So, 180 Dollar, ja, das sind so rund 145 Euro. Und das war es mir wert. Das ist ehrlich gesagt mein größter Einzeldeal, den ich bis jetzt hier gemacht habe. Und ich zeige euch mal, was dabei war. Die Kiste zeige ich euch gleich und mir vor allen Dingen, weil ich bin auch super gespannt, wie der Zustand hier ist. Ich zeige euch schon mal die ersten 6 Teile, weil die habe ich gestern schon ausgepackt, weil das Paket ja, wie gesagt, gestern schon da war. Und zwar,
gab es einen ganzen großen Stack SNES-Spiele. Und zwar, jetzt weiß ich nicht, wie ich das hier schlau löse. Vielleicht so. Und zwar, dabei ist das Raiden Tread. Ist ein Schmapp. Der Kollege mochte scheinbar gerne Schmapps. Raiden kennt er bestimmt von der PS2. Gibt es jetzt eine Neuauflage auf der 4 auch. Das Spiel, ich mache es nicht bei jedem Spiel, sonst wird es doch ein bisschen Rahmen sprengen, ist wie alle Spiele an dieser Stelle tutti completi, Anleitung im wunderschönen Zustand. Dazu ne, hier das Pop-Moped plus das Spiel selber samt den coolen, die mag ich ja total gern, Dustcovern. Raiden Tread. Cool. Das war das erste. Es geht weiter, das ist eigentlich mehr ein Filler-Titel, aber warum nicht, mit Rampart. Rampart ist so ein, ich zeige euch mal die Rückseite, ja, ist so ein Action-Strategie-Spielchen. Aber eigentlich auch ganz cool, ist an dieser Stelle auch komplett, habe ich mich drüber gefreut. Dann mit dabei das Timeslip, das ist ein Plattformer, der sieht ganz cool aus. Geht Zip auch für einiges hier über den Tisch, das heißt, ich habe ihn da mal mit rein verhandelt. Schaut mal da, ist wie gesagt auch komplett samt Anleitung und allem. Die Zustände sind richtig, richtig gut. Ich habe sogar die Cartridges schon aufgemacht, dass das auch ja echt ist. Ne? Nicht, dass du so einen Timeslip reinlegst und ihr wisst schon, Resident Evil da drin ist. So, dazu noch weiterhin das Earth Defense Force. Auch ein richtig cooles Schmapp an dieser Stelle. Ich zeige es euch hier mal. Auch das Spiel ist wie alle anderen komplett und im richtig schönen Zustand. Also die Ecken, da ist echt, ja, so ein bisschen, ne? Aber das passt schon. Richtig schön. Und dann last but not least, und um das Spiel ging es mir eigentlich die ganze Zeit, was ich für 50 und dann 60 haben wollte, Biometal. Endlich habe ich es in OVP und ZIP. Ein hammergeiler Schmapp, richtig schnell, richtig toll, mit Musik von Two Unlimited. Richtig, richtig gutes Shoot'em'up. Super gut. So, eigentlich sind diese Spiele da zusammen schon diese 140 Euro locker wert, aber das habe ich ja auch noch reinverhandelt. Und da gucken wir jetzt rein. Ich bin ultra gespannt, er hatte mir dazu was gesagt und erklärt und überhaupt. Super. Ich sehe schon, das wird gut hier ohne Schere. Ich drehe es mal vorsichtig um. Ach, guck mal, das sieht besser aus. Und ich habe gesagt, ja, die nehme ich auch. So, komm schon. Oh, ja, ja. Und glaubt mir, ich bin mindestens so gespannt wie ihr. Wenn nicht sogar noch mehr. Weil ach, das hier habe ich in dem fast dreiviertel Jahr, dass ich in Amiland bin, so noch nicht bekommen können, beziehungsweise nicht für so einen Preis. Ich sehe schon, was es ist. Da hat jemand sehr gut eingepackt. Ihr könnt es erkennen. Ja. Zack, auch wieder in die Kiste. So, mit dabei ist eine SNES in OVP. Die SNES an dieser Stelle, die Packung, die ist okay, ne? Die ist absolut in Ordnung. Ist nicht perfekt, aber absolut okay, vor allen Dingen für den Kurs. Ich mach's mal auf. Jawohl, Styropor ist drin, sehr schön. Genau, Styropor, und hier in Amiland war neben dem Styropor immer noch sowas dabei zum Drauflegen. Da war also keine Styropor-Platte drauf, sondern so ein Pappding. Top. Guck mal hier oben, die fehlt leider, aber das ist zu vernachlässigen, wenn die so richtig cool, richtig schön sieht sie aus. So, die Konsole selber. Hier muss mal jemand sauber machen, dieser jemand bin ich wahrscheinlich. Hinten ist alles okay. Da das Super Nintendo. Perfekt, keine Macke dran, kein gar nichts, nur dreckig. Das kann ich, das kriege ich hin. Plus dazu ein Controller, zwei Controller, Netzteil und Antennenweiche. Plus, das hat er gesagt, ich habe extra noch so ein Kabel dazu gekauft, sagt er. Ja, das ist so ein Third Party, na, ihr wisst schon. Cool Stuff. Und das alles für 145? Cool, oder? Ich bin begeistert. Ich freue mich sehr, jetzt eine USA SNES in OVP zu haben. Das war eins der Sachen, die ich hier unbedingt in den zwei Jahren haben und wieder mit nach Deutschland nehmen wollte. Macht sich in der Sammlung schön, du hast deine PAL-Versionen da stehen und dann noch eine NTSC. Voll gut, ich freue mich sehr. So, und das soll es gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Heute waren ein paar sehr coole Sachen dabei, fand ich. Gerade die SNES-Titel und die Deathmiles-Box finde ich halt immer noch voll gut. Die ist ja auch nicht super selten, ne? Die gibt es noch relativ häufig bei eBay. Ist mal ein bisschen teurer, mal ein bisschen billiger, aber voll gut. Ich freue mich, dass ihr dabei wart. Würde mich freuen, wenn ihr ein Like da lasst oder einen Kommentar oder wie auch immer. Für die, wer die meisten Kommentare, dann darf mit mir eine Runde SingStar Country spielen.
not. In diesem Sinne, ich wünsche euch ein tolles Wochenende. Wir sehen uns nächste Woche. Euer Lario.